Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Rollercoaster Tycoon 3. Ich bin ja auf der ersten Map, der erste Part. Beim ersten Part habe ich ja hier die erste Map gestartet und wir haben noch einen langen Weg. Wir haben jetzt eins erfüllt von Anfänger. Wir müssen das oben noch erfüllen. Wir brauchen noch 71 Leute im Park und ja, brauchen für die anderen 600 Leute und 100.000 Verkehrswert. Das geht noch einige Zeit. Wir haben hier schon zwei Attraktionen gebaut und mehrere Stände. Diese Achterbahn war ja schon am Anfang drin und diese Parks hier auch, das hier. Und ja, also nicht Parks, Parks ist ja das gesamte Boom und Platz. Ja, jetzt werden wir noch kurz schauen, ob es bei allen relativ gut geht mit dem mit der Zuverlässigkeit. Okay, 80% überall. Okay, gut. Ja, überall ist noch ein bisschen kürzer. Ab hier wird schon mal weggeputzt. Und ich habe ja am ersten Part Leute erstellt. Ich weiß jetzt nicht, die sollten eigentlich schon hier sein, aber ich habe noch nichts gehört von denen. Ja, das ist nicht die Monika. Oder doch? Doch, das sind sie ja. Das sind sie ja. Hier geht gar nichts, sag ich. Ja, hier sind sie. Den Draco geht natürlich auch als Kind hier drauf. Voll geil. Komme durch, sagt er. Und hat noch nichts gekauft. Okay. Purzler erforderte eine Notabschaltung. Was ist der Purzler? Das ist die Achterbahn. Ah, das ist die Ding, Topspin, okay. Eine neue Attraktion, die Himmelsklatsche. Okay, wir werden aber noch keine neue Bahn bauen, weil ich relativ wenig Geld habe. Also, ja, immer wie weniger Geld bekommen. Also, Geld habe ich schon viel, aber ja, ich will es noch lassen. Schauen wir hier mal die Tiere an. Die werde ich aber hier natürlich nicht verwenden. Nur in Wild. Ja, Panda, ein Mandrill. Okay. Die Auswahl ist halt nicht so weitläufig wie zum Beispiel in Zoo Tycoon 2, weil es halt ein Rollercoaster-Spiel ist und nicht ein Tierspiel, ein Zoospiel. Aber ja, doch schon umfangreich in Züchtung und so. Aber bei den Tierarten halt nicht. Aber das ist jetzt nicht so das Problem, weil die Maps sowieso nicht so groß sind. Jetzt wird wieder Nacht und dann wird es wieder Tag. Irgendwie ist es wahrscheinlich eine Grundeinstellung bei diesem Park, dass die Nacht nicht lange sind. Dann wird es sofort wieder Tag, denke ich mal. Und hier brauchen wir mal eine Putzkolonne. Wo ist sie, wenn man sie braucht? Hä? Schauen wir mal. Das ist nicht der. Der gießt gerade. Okay, dann müssen wir, ich denke mal, ihn hier hin tun. Der hat noch keine Ding, dann machen wir ihn
nur hier die Wege. So. Und hier. Okay, er braucht schon ein bisschen mehr. So. Und wir haben zwei Auszeichnungen bekommen. Sauberster Park und schönster Park. Sehr schön. Sauberster Park. Wegen zwei kurzen, okay. Wir werden mal ein paar Dinge machen. Den will ich wieder raus. Und den auch. Ich will Wege bauen. Und zwar hier rüber. So, und dann, ich denke mal hier. Und hier. Und dann hier durch. So. Damit die Leute ein bisschen sich mehr verteilen. Ja, und ich sollte noch einen Mechaniker einstellen, ich weiß. So. Der fühlt sich gerade ein bisschen schlecht. Disziplinieren. Den Lohn erhöhen. So. Also gut, ja, jetzt haben wir natürlich wieder weniger Geld. Ich hoffe, ich verdiene genug. Vielleicht mal ein neuer Stand. Eine Information ist ja noch wichtig. Hierhin. Den Schirm mache ich gerne ein bisschen runter. Bei beiden. Die Karte könnte auch eins runter. Information. So. Ja, der erste Park geht relativ gut. Eben das Geld sinkt ein bisschen. Ich hoffe, das wird sich dann bald ein bisschen verbessern. Hier kann ich eins hoch machen. Das sind eigentlich genug Leute, die jetzt wollen. Und hier kann ich auch nochmals eins hoch machen. Aber allzu viel möchte ich da nicht. Und hier fehlen ein paar Kunden. Kommt bitte öfters hier nach hinten. Und ja, die Kurze bleibt hier leider. Schockier, du hast so wenig Ding. Bereich. Mach doch bitte hier auch noch. So, und hier. Okay, das kann ich ja so machen. Gut, den Zirkus haben wir jetzt. Sehr dann Shokiri ausbilden, bitte. So, dann der andere. Wo? Hier. Der erste. Mit dem mache ich. Okay, der hat gar nicht so einen großen Bereich, nur hier ist halt das Problem. Mülleimer leeren. Okay. Nein, ist eigentlich nicht so das Problem. Ich hoffe einfach, dass der wird ein bisschen schneller arbeiten jetzt. So, schauen wir nochmals. Alle haben ein Ding, einfach der Xerdan Shakir nicht, aber der wird wahrscheinlich auch bald mehr zu tun bekommen. Und dadurch gefällt es ihm auch besser. So, die Leute gehen jetzt rein. Gut. Der macht Umsatz, 27. Ich werde mal den Preis reduzieren.
und hier auch. Ja, hier kann ich mehr, also mache ich 10 Euro weniger. Und hier auch, so. Hier Gewinn, ja. Es gibt Gewinn und hier auch, gut. Die Klos können keinen Gewinn abwerfen. Oder sollen wir? Nein, das machen wir nicht. 33 ist jetzt nicht so schlimm. Hier werden Karten verkauft. Ja, ein paar. Gut. So. Ich mache ein bisschen Forschung runter. So, bis wir alles bauen können. Damit wir ein bisschen mehr Geld verdienen. Und jetzt werde ich noch ein paar Parkbänke wenigstens hin tun. Hier an diesen Stellen. Und hier. So, hier noch. Hier, gut, vielleicht noch ein paar Dekorationen, wie zum Beispiel hier ein Zaun, ja, nicht die Zaun, ich mach lieber, momentan leckt es gerade ein bisschen, so, Komfreps, wieder normal sein, nämlich die Hecken, die habe ich gerne, aber die gehen hier irgendwie nicht, ah, die gehen nur innen. So. Ich hoffe, dass wir die Leute auch ein bisschen anstimmen. So, und zum Beispiel hier noch. So. Vereinzeln noch hier. Man kann auch Darlehen Ding machen, aber da muss man monatlich mehr zahlen. Zum Beispiel Darlehen hier. Ah, die kann ich zurückzahlen. Da haben wir nämlich schon Darlehen. Machen wir mal eins zurück. Oder zwei. Da haben wir zwar nur 4000 noch, aber dafür verdienen wir jetzt auch mehr, weil die da, also ja, die laufenden Kosten runtergegangen sind. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel im Juni nur 11 Euro Verlust. Hier haben wir 945. Ich hoffe, der erhöht sich jetzt dann. Also da ist das Geld, das wir verlieren, sinkt und die Dinge erhöht sich. Das Plus dann mal. Viele Besucher sind hungrig. Dann muss ich da mal einen Essensstand. Mache ich mal ein Eis. An. Dann werde ich hier mal Schokoriegel. Und ja, nein, Erbsoße nicht. Ja, das werde ich jetzt nicht umbenennen. Weil es nicht richtig passt. So, die Anzahl auch erhöht. Oh, ich habe das falsch platziert. Das kann man, glaube ich, also umplatzieren. Aber wie? Ach Mist, man kann es nicht. Okay, löschen. Löschen. Und nochmals platzieren, bitte. Jetzt aber richtig. Wieso leuchtet das immer so komisch, ey Gott? Oh. Und jemand hat gekotzt gerade.
So, habe das jetzt so gemacht und Besucherwunsch hier. Gut. Also, ja, der Park entwickelt sich mehr und mehr zum Superpark. Aber unser Geld geht leider bald weg. Hat hier niemand Ding? Ja, dann machst du das noch bitte hier. Und der andere kann das eigentlich auch noch dazu machen. Das ist nämlich wichtig. So. Vielleicht mal hier ein Krankenhaus, eine Erste-Hilfe-Station. Ja, ich weiß ja nicht. Ich werde es hier hin tun. An. Nein. An. So. Ich will nicht den Baum auswählen. Hilfe. Die werden natürlich jetzt nicht gerade Gewinn abbringen. Eigentlich gar keinen, glaube ich. Weil es auch nichts kostet. Ja. Mist. Das ist genauso wie beim Toilettenhäuschen. Die sollten nicht so viel essen, bevor sie auf die Attraktion gehen. Ein Geldautomat. So. Gut, und sonst einfach warten. Wir können mal ein bisschen spulen. Ja, hier wird noch nicht geputzt, das ist schlecht. Ah, müssen wir noch einen einstellen oder was? Park passiert ja so wenig. Bis da im Park mal was passiert, tue ich die mal weg. So. Also denen geht's alle recht gut. Okay, jetzt steigt auch Ding. Jetzt haben wir erstmals Plus, gut. Jetzt wieder Minus, scheiße. Neue Attraktion, der Hersey Kissing Tower. Ja, jetzt muss ich auch einen Getränkestand hier bauen. So. So. Okay. Schaue ich mal den Preis hier. Der ist momentan bei 80. Ah, das haben wir nicht geändert. Dann machen wir das Wasser ein bisschen runter. Das hier so. Und die Limonade auch. Und synchronisieren bitte. Das haben wir nämlich hier auch. 75. Ja, es ist synchronisiert gut. Oh, hier ist schon recht Stau. Dann machen wir doch hier einen Weg, nicht den Weg. Den Weg. So. Vielleicht gehen sie dann ein bisschen weiter nach außen.
Ja, es gehen ein paar mehr jetzt nach draußen. Und ein Dinosaurier-Karussell, das ist. Ja, wild. Das machen wir auch nicht. Okay, das Geld ist bald über 4.000. Ich möchte kurz hier schauen, ob es schon Gewinn macht. Ja. Da der Gewinn hier nicht gerade hoch ist, werde ich es runterstellen. Und hier könnte ich den Gewinn eigentlich auch noch hoch tun. Hier ist der Gewinn doch gut. Hier können wir mal hochstellen. Und zwar hier. So. Und wie ist der Gewinn hier? 200. Vierundzwanzig. Nochmals eins runter. So, Hochflieger hat Bügel, die sich nicht schließen. Ah, jetzt haben wir Pommes Frites. Die Pommes, nein, die machen wir noch nicht. Wir werden zum Beispiel hier noch ein paar Bahnen machen, da kann ich die Pommes frites hier machen oder hier. Zum Beispiel kann ich da mal eine sanfte Bahn machen, wie zum Beispiel ja das Karussell. Ich weiß nicht, nee, ich mache kein Karussell. Ich mache einen Zirkus. Oh, der ist recht groß. So, und hier. So. Der Zirkus geht mal an und die Musik ist hier. Was nehmen wir? Flathead 4, so. Okay. Sie haben eine Auszeichnung erhalten. Sauberster Park, sehr schön. Und das sollte auch so bleiben. Jetzt ist hier auch die Kurze weg. Und ja. Wie steht es um die Achterbahn? Oh, die hat Gewinn. Dann mache ich. Ah, nein, es hat sehr wenig Leute. Ich mache den Preis hier runter und hier mache ich auch wieder runter. Hier auch. Ich verdiene jetzt eigentlich genug. Und hier kann ich anmachen. Hoffentlich kommen hier Leute rein. Und eine neue Ding. Attraktion Revolution. Bei uns heißt der Frisbee und ist eigentlich relativ. Oder gibt es den Frisbee auch größer? Ich glaube, den gibt es sogar. Okay, dann heißt die Revolution. Bei uns heißt sie Chaos. Ja, das ist die kleine. Ja, das ist die Chaos. Und die tun wir ganz hier hinten hin. So. Ja, das reicht. Und schönster und sicherster Park haben wir jetzt auch. Sehr schön. Dann werden wir hier
Okay, super. Wir haben das Anfängerlevel bestanden. Jetzt ist es an der Zeit, die Unternehmerziele in Angriff zu nehmen. Sehr schön. Wir haben nämlich über 400 Leute jetzt drin und haben dadurch das Anfängerlevel geschafft. Hier nehmen wir Galaxy Troop. Passt zwar nicht, aber immerhin eine Auswahl. Evolution. So. Hier kann man noch die Rundenanzahl einstellen und so. Aber nee. Eine Runde reicht, sonst kotzen die Leute und so weiter. Das ist dann das Negative. Also jetzt können wir wieder ein bisschen langsamer machen. Wie geht's denn unseren Leuten? Hier gibt es nämlich eine Besucheranzeige. Gehen wir mal bei D schauen. Da fühlt sich eine nicht so gut. Hat wahrscheinlich nicht den Spaß, den sie will. So, der Drago. Der hat noch nichts. Ah, die gehen raus und kommen dann wieder, genau. Da müsst ihr jetzt nur 12 Minuten. Die Hunger steigt ein bisschen. Der Sonnenbrand, der ist übrigens erst bei Socket reingekommen. Der geht eigentlich. Ich habe leider keine Sonnencreme, keinen Sonnencreme-Stand. Aber den können wir eigentlich den mal einbauen. Ah, Pommes frites ist sowieso Ding, den nehmen wir nicht. Gut. Dann ist gut, dass wir den nicht genommen haben. Toiletten können wir hier auch noch hin tun. So. Gut, das Klo. Ja, scheint den Leuten gefällt unser Park. Hier können wir sehen, wie viel sie es mögen. Abfall und erbrochenes minus 24. Sonst alles plus. Gut. Plus 500 bei zufriedener Besuch. Das ist doch mal schön. Wenn wir dann ein bisschen mehr Geld haben, können wir danach mehr Ding machen bei Ausfallzeit und bei Abfall unterbrochenes. Beste Zuverlässigkeit, das ist doch mal schön. Das ist doch mal sehr schön. Gut, und hier kommen auch die Leute rein. Gehen rein. Okay, hier kommen schon mal die Leute, das ist sehr schön. Naja, Attraktion schiefes Haus. Ja, darum, das machen wir. Aber dann ist einige Zeit lang Ruhe. Sonst bin ich dann wirklich am Sinken. Mit den Finanzen. Dann sinken die Finanzen ins Bodenlose. So, hier machen wir irgendwas Böses. Haunted House, das passt nicht so. Es gibt leider sonst nichts Böses. Witch Doctor. Okay, können wir schon mal anfangen. Hier
könnte ich eins runtergehen. Und ja, sonst nichts. Ich hoffe, die Leute kommen jetzt hier mehr. Und wenn auch mehr Leute dort sind, kommen auch mehr so einfach vorbei. Und dann, das erhöht die Beliebtheit von dieser Attraktion. So, hier kommen die Leute ja wie angeschmiert. Gut. Hier mache ich auch eins runter. Die neuen brauchen einfach ein bisschen Anschub. Hier ist der gelbe Mechaniker, gut. Der inspiziert die Geschäfte. Also jetzt haben wir 3000. Und es steigt. Und dann die monatlichen Kosten kommen, dann sinkt das wieder ein bisschen. Jetzt ist es zum Beispiel gesunken wieder ein bisschen. Aber es geht schneller hoch als es sinkt, das ist doch gut. Ja, hier haben wir 2 mal Bonus, also Plus. Und jetzt kommt auch ein Plus hoffentlich. Der Firmenwert ist jetzt um 10.000 gestiegen seit dem letzten Mal. Und wir können die Darlehen eigentlich bald abbezahlen. Okay, es sind genug Leute hier, können wir wieder hoch. Und hier lassen wir es nach unten. Da erhöhen. Oh, da müssen wir erhöhen. Gleich um 2. Und da können wir erhöhen. So. Und hier müssen wir es schon fast senken. Ah, es kommen wieder welche. Gut. Übelkeitstoleranz niedrig. Buffer zur Bahnintensität hoch. Aha, das da habe ich. Jetzt check ich's. Also machen wir eins runter. Jetzt check ich. Ich habe eine Person ausgewählt. Da haben. Jetzt haben wir Monster Trucks. Das ist auch irgendwie so eine. Ja, eine Bahn. Die halt eher langsam ist. Die Enterprise haben wir ja. Okay. Vielleicht ist es dann bald Zeit für eine Achterbahn, eine kleine Achterbahn. Es gab beim ersten Teil und zweiten Teil so eine kleine Achterbahn, einfach ein Looping und dann ging es hoch und dann ging es wieder zurück. Und solche Bahnen, ich weiß nicht, ob die geht, aber ich probiere sie dann mal. Aber dafür brauche ich natürlich mehr unterschiedliche Achterbahnen. Ja. Okay. Wir werden noch ein bisschen die Forschung vorantreiben. Dann werde ich ein bisschen stoppen, damit wir Geld verdienen. Und dann werde ich es wieder höher stellen, wenn wir dann das Geld haben. Und wir haben wieder sauberste Parkauszeichnung. Wir beobachten jetzt mal eine Familie, zum Beispiel die Familie, die hat auch viele Kinder. Okay, das ist ein kleines Kind jetzt hier, der war nie weh. Ich
möchte zu ihm, aber... Ich glaube so. Ah ja, jetzt so. Einfach aufs B klicken, doppelklicken. Oh Gott, sind die schnell. Was machen sie so? Reden oder was? Hier fehlt ein Apfeleimer. Hier ist ja ein Apfeleimer. Einfach auf den Boden schmeißen. Geht doch nicht. Und hier ist ja auch einer. Okay, die sind immer noch hier. Jetzt gehen sie auf den Boden. Oh nein, sie. Sie gehen in die Bank rein. Okay. Sie sitzen in die Bank rein. Und jetzt ist er hier. Wollt ihr in den Scooter? Nein, ihr wollt nicht. Ich muss zur Toilette. Ob mich wohl jemand beobachtet? Ich glaube nicht. Die machen ja nichts. Die sind gerne einfach hier, stehen hier. Oh, wir haben einen neuen. Okay, der ist auch versockert. Was wollen wir im zweiten Park dann machen? Vielleicht kommt der, diese Attraktion nochmals. Ich denke schon, vielleicht ist sie schon von Anfang an zur Verfügung. Hier können wir nochmals erhöhen. Hey Gott, oh Gott. Ja, wir haben schon 4000 jetzt. Das ging flott. So. 517 Besucher. Herausforderungen sind es keine. Hier können wir sehen, wie viele Personen auf der Bahn sind und an der Warteschlange wahrscheinlich. Ja, das ist ziemlich ausgeglichen. Bei der Forschung. Ja, lassen wir alles mal so. Ja, 572 Gewinn im März. Sehr schön. Der Eintrittspreis ist 0, das ist gut. Weil, wenn der Preis bei den Bahnen schon ist, sollte man den Parkeintrittspreis bei 0 belassen. Sonst müssen die Personen zu viel zahlen, gehen sie schnell aus dem Ding, aus dem Park raus. Ja. Wir könnten noch ein paar Deko-Sachen hintun. Zum Beispiel ja ein paar Warteschlangenmonitore. So, hier haben wir einen, ja. Andere Sitze, ne. Hier kann man ganze Häuser bauen, aber ja, ich finde es ein bisschen kompliziert. Wir könnten mal ein Haus bauen, oder? Zum Beispiel hier ein Haus bauen. Einfach mal ein relativ leichtes Haus. So, vorne möchte ich gerne Fenster. Ich wollte vorne. Ah, weil es Ecken sind, stimmt.
Dann ist das die Mauer. Nein. Da. Hallo. Fraps. Ja, das scheint richtig zu sein. Okay, dann könnte man hier eigentlich mit einer Haustür machen, sonst kommt man nicht in das Haus rein. Irgendwie lägt das wegen dem Laden der Texturen oder so. Keine Ahnung. So lägt es nicht so. Kann man da nicht irgendwie... Genau so. Und jetzt drehen. Drehen, aha. Genau. Also mit Umschalt kann man die Höhe ändern und dann mit der Maus, also Umschalt-Taste gedrückt lassen und dann kann man mit der Maus hier so ändern. Gut, dann haben wir ein Dach. Jetzt könnten wir noch Steinwände nebendran machen oder so. Können wir eine kleine, einen Garten machen, wenn es nicht so große gäbe. Aber leider gibt es große, nur große. Aber hier haben wir die kleineren. Ein Maschendraht, durchsichtiger, durchzogener Block. Nehmen wir die. Da kann man auch die Farbe ändern in zum Beispiel Rot. Nochmals die Farbe ändern in Blau. So. Wow, schön. Und in diesen Garten tun wir jetzt kleine Bäumchen. Oder Büsche. Immer wenn ich so scrolle, dann laggt es ein bisschen. Komisch. Einen kleinen gelben Baum. Und einen roten Baum. Gibt es einen roten Baum? Und so einer. Oh, schön. Aber wenn ich so scrolle, dann laggt es nicht. Gibt es auch andersfarbige Büsche? Eine große Eiche ist das, ne? Da machen wir hier ein Blumenbeet rein. Und tun eins davon ein bisschen färben. Aha. Okay, dann tun wir woanders blaue hin. Zum Beispiel hier und hier. Dann können wir zum Beispiel noch großer roter Busch. Da gibt es genug Dekoration. Machen wir doch die Dekoration hier. So. Und hier noch ein. So, schiefes Haus erfordert gerade eine Notabschaltung. Und sie haben eine Auszeichnung erhalten. Sicherster Park. Neue Attraktion. Schirme. Einfach nur Schirme. Da kann man einfach nur Schirme kaufen. Okay. Von mir aus. Aha, das ist ganz normaler Informationsstand. Okay. 1,70. Unter 30. Okay, die Karte kann ich hier eins runter tun. So. Also, sehr schön. Natürlich kann man auch noch
ein bisschen uneben machen, und zwar hier unten, oder zum Beispiel einen kleinen Teich reinbauen. Den machen wir mal hier. Ah, da muss man zuerst ein bisschen senken. Nein, ich will nicht noch mehr. Oh, abflachen. So, und jetzt hier runter. So, jetzt. Und hier mit Wasserfällen. Höhe. So. Jetzt, genau. Sieht ja zwar ein bisschen eckig aus, aber jetzt haben wir hier zum Beispiel einen Teich gemacht. Und neben dem Teich gehört obligatorisch ein bisschen Schilf oder so, aber das gibt es leider nicht. Kleine Blumen. Oder ja, genau diese Teile hier. So. Blumenbeet. Das ist doch mal schön. Die verändern noch eher Form. Da steht gar nichts. Kann man nicht irgendwie noch ein paar andere einbauen? Okay, wir haben 5000 Euro. So. Noch ein paar Eimer. Gut. Also jetzt ist Zeit wieder für eine Attraktion. Und zwar jetzt werden wir ja, verrücktes Golf werde ich jetzt in diesem Park noch nicht machen. In einem späteren dann. Ja, wir könnten schon mal Monster Trucks machen. Hier haben wir nämlich eine recht gute Bahn. Schon zur Auswahl. Für eine eigene Strecke möchte ich jetzt noch nicht die Zeit investieren. Ja, das passt hier gleich nicht. Muss ich das hier machen? So. Schön. Anmachen, also Ding-Modus. Sicherheitsmodus, wie der nennt. Testmodus. Hier auf 20 Minuten und die Farbe könnten wir noch ändern. Machen wir hier braun. Oder orange, was das ist. Die Musik. Tribal Wind. Anzahl der Wagen könnten wir noch ändern. 5. Wie viel ist Maximum? Okay. Nein, das ist zu viel. Gibt es gar kein Maximum. Wahrscheinlich einfach von der Länge der Strecke her.
Okay, Erregungsbewertung 3, sonst alle extrem niedrig. Das ist mal eine lockere Bahn. So, ändern wir mal das Dach ein wenig. Und diese Attraktion zum Beispiel. Ja, das sieht doch schön aus. Schön orange. Und hier schwarz. Ich weiß nicht, was das geändert hat. Hier lassen wir es einfach mal. Hier ist niedrig. Hallo, wieso wollt ihr eigentlich nicht mehr auf die Achterbahn? Ist sie alt geworden oder was? Kann man sie nicht ein bisschen... Man kann die Liftgeschwindigkeit ein bisschen erhöhen. So, jetzt nicht mehr. Und wir haben Souvenirs. Das ist einer der beliebten Shops bei mir. Weil dort kann man so, glaube ich, Hände oder so. Ding? Ah, Postkarten. Dann ist das mit den Händen ein anderes. Okay, nur Postkarten. Verstehe ich jetzt nicht, aber es gibt noch andere Stände. Und eventuell werde ich die Stände von anderen Addons im normalen Spiel auch verwenden. Außer eben die, wo man nicht braucht. Zum Beispiel aufblasbaren Artikeln braucht man nicht, weil die Leute gehen nicht baden, also werden sie es gar nicht verwenden. Und ja, aber ich schaue, dass es halt auch passt, weil ich werde jeden Park eigentlich so machen, wie es am besten passt, und wenn halt mal was nicht passt, dann auch nur, weil ich ja, nicht weiterkomme oder so. So, ja, scheint recht beliebt zu sein. Können wir bald vielleicht den Preis erhöhen? Hier ist halt immer Stau, weil sich Leute halt auch etwas kaufen. So, und hier ist 600. So. Viele Besucher sind hungrig. Dort sind sie hungrig. Aber das ist halt nicht so gut, weil... Ja, auch machen wir ja dein Eis. So, Besucherwunsch. Okay, schauen wir mal. Wir brauchen noch Verkehrswert. Wir müssen mehr Bahnen bauen und so weiter. Und wir brauchen noch ein bisschen mehr Besucher. Das ist gut. Ja, ich denke mal, ich beende hier den Part. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Part wird. Also, bei mir ist es immer so, dass es Parts unterschiedlich lang werden. Manchmal sind sie sogar über eine Stunde lang, manchmal nur 20 Minuten. Es kommt immer darauf an, ja, ob ich Lust habe, ob ich es vergesse oder sowas. Also ich habe zwar Lust, aber ich beende jetzt mal diesen Part und werde einfach mal schauen, wie das Let's Play so ankommt. Ich hoffe, ich mache es gut. Wenn ich es nicht so gut mache, dann sagt mir bitte, was halt nicht so gut ist. Und ja, und wenn es euch gefällt, bitte ich um einen Daumen nach oben. Aber es ist natürlich freiwillig. Und ja, wir könnten hier noch die Dinge ein bisschen ändern. Hier zum Beispiel so. Hier machen wir hell. Und hier machen wir irgendwas mit dunkelblau, ah ja,
Ist der hier lila? Blau. Hier machen wir blau. Hier ist es ein bisschen anders, also heller blau. Und hier machen wir, was passt da, orange. So. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye.